heute. Dieses Mal kein Pre-Release-Kit oder irgendein Boost oder sonst was. Diesmal gehen wir etwas zurück in der Zeit. Und zwar Magic the Gathering From the Vault Lore. Diese From the Vault Package gab es damals ziemlich häufig. Und da sind all super hart glitzernd, die Karten da drin. Die meisten dürften mittlerweile gecurlt sein, weil die echt von der Qualität her nicht so geil waren. Zumindest von der Kartqualität. Was nicht heißt, dass es keine coolen Karten sind und dass man die nicht trotzdem in dem spielen kann und sollte. Ein paar davon spiele ich tatsächlich sogar. Auch genau in diesen Versionen. Aber ich glaube nicht aus diesem Set. Ich glaube nicht, nein. Ja, From the Vault Lore. Wunderschöne. Die From the Vault Teile fand ich immer wunderschön. Hier schön mit Magnet-Opening, Wizard of the Coast-Seite. Dann konnte man das hier so rausziehen. Ich lege das mal so hier oben so hin. Wunderschön. Dann kann man das hier so rausnehmen. Und als allererstes haben wir hier, was haben wir hier? Many Worlds, Many Stories vermutlich. Oh Gott, ist das riesig. Das wird auf jeden Fall den Rahmen sprengen von dem, was ich euch hier zeigen kann. Ja, da sieht man schon, was für Karten da hinten sind. Und es sind jedes Mal Stories von den Karten dabei. Ja, wie geil. Also wenn ich jetzt wollte, und ich glaube, das tue ich auch, machen wir hier ein richtig, richtig langes Opening. Das tut mir jetzt schon leid. Und die meisten, die hier das Video anklicken, werden das aus nostalgischen Gründen machen. Nicht, weil sie wissen wollen, was hier drin ist. Und bei der Nostalgica kann ich dann eben helfen. So, als allererstes haben wir hier ein W20. Plastik, guck mal hier. Mit dem Symbol vom Set drauf. Ich gehe mal hoch. Jawohl. Ah, wunderschön. Auch in diesem blau-schwarz gehalten. Echt cool. So, fangen wir hier vorne mit an. Mit diesem Packen. Die haben doch, jawohl. Frage, ob das Ding funktioniert. Ja, tut es. Oh mein Gott. Hightech Wizard. Hightech. So. Fangen wir mit der ersten Karte an. Umed Savas Yidda. Oh, dieses Foiling. Das ist so krass. So, heißt, ich lege die jetzt mal hier runter. Ich lese da mal auch ganz kurz vor, was die Karten können. Zwei Mann Ausrüstung, für zwei Mann Equippen. Immer wenn diese Karte, wenn die Kreatur, die ausgerüstet ist, irgendwelche Art von Kampfschaden zufügt, kommen da zwei Marken drauf. Man kann eine Marke runternehmen, um entweder der ausgerüsteten Kreatur +2/+2 zu geben, einer Kreatur eurer Wahl -1/-1 zu geben oder zwei Leben zu bekommen. Ja, Yidda, wie gesagt, Kamigawa, eine von zwei Karten aus dem Set, die cool waren, abgesehen von Ninjas. Und nutze ich bis heute im Death in Texas oder in jeder Art von Stoneforge-Pile. Dann haben wir ein Unmask. Unmask, Sekunde, kann ich es euch sagen, aus Masks. Macadian Masks, 1999. So, bei Unmask haben wir eine 4-Mana-Sorcery-Karte, die den Gegner seine Hand vorzeigen lässt. Ne, ein Spieler die Hand vorzeigen lässt. Man kann eine Nicht-Landkarte davon wählen, der Spieler wirft die ab. Starke daran ist einfach, dass man eine schwarze Karte aus der Hand exilen kann, anstatt 4 Mana zu bezahlen. Auch hier das Foiling, richtig krass. Dann haben wir Glissa the Traitor, die ist gar nicht mal so alt. Sekunde, glaube ich. 2011. Glissa the Traitor. Für zwei Grüne, ein schwarzes 3-3. First Strike Death Touch. Das ist eine gute Kombination. Und immer wenn eine Kreatur, die euer Gegner kontrolliert, vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, könnt ihr ein Artefakt aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Das ist cool. Dann die Hell Vault. Die Hell Vault dürfte. Dark Ascension 2012 sein. Ich habe auch gar nicht nachgeguckt oder so. Nein, nein. Da war ein Grisselbrand eingeschlossen. Und Avacyn. Geöffnet von Talia. Daher kenne ich mich mit der Story. Oh, das Foiling, Alter. Richtig krass. Naja. 3 Mana legendäres Artefakt. Für 1 Mana exilieren wir eine Kreatur, die wir kontrollieren. Für 7 Mana exilieren wir eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Und wenn die auf dem Friedhof vom Feld gelegt wird, werden alle Kreaturen, die mit ihr exiled werden, wurden wieder ins Spiel gebracht. Sehr coole Karte. Oh mein Gott, Memnarch. Ja, Memnarch, original aus Mirrodin. 2004, glaube ich.
War auch nicht im Mirrodin drin, war in Darksteel drin, aber aus dem Mirrodin-Block. Ich dachte immer, hier oben wäre sein Gesicht, aber das ist sein Gesicht, das ist sein Kopf, sein Gehirn. 7 Mana, 4, 5, legendäre Kreatur, Wizard. Für 2 blaue, ein farbloses, macht ihr ein permanentes zu einem Artefakt zusätzlich. Und für 4 Mana kriegt ihr die Kontrolle über ein Artefakt eurer Wahl. Das ist ziemlich sick und strong. Tatsächlich ist das sehr, sehr strong. Und Tolarian West. Die habe ich sogar aus diesem Set mehrfach gespielt. Im Modern in meinem Amulet Bloom Deck. Ist ein Land, kommt getappt ins Spiel. Für ein farbloses oder für Transmute, also für 2 blaue und ein farbloses, könnt ihr aus der Hand abwerfen und könnt euer Deck nach einer Karte durchsuchen, die genau dieselben Mana-Kosten hat. In diesem Fall 0. Die Karte dürfte so 2007, Anfang 2007 sein, müsste es sein. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es Planar Chaos war oder das Future Sight. Es tut mir leid. Gut, dann gehen wir mal weiter. Die erste Karte, die ich da sehe, da möchte ich schon so. Na? Hightech. Die gute alte Dark Doof. Wir nennen sie liebevoll Dark Doof. Das ist so das Land, was aktuell so das Jahr beschreibt. So, das ist halt 2020. Ja, 2020. Das beschreibt es ganz gut, denke ich. Das Land kommt aus 2006, glaube ich, aus Cold Snap, aus dem vergessenen Ice Age Block. Und es kommt mit 10 Eismarken ins Spiel. Für 3 Mana könnt ihr eine Eismarke runternehmen. Wenn da drauf keine Eismarken mehr sind, triggert die, dann könnt ihr die opfern, um einen 2020 Marit Lage Avatar schwarzen Token zu kriegen. Unzerstörbar, fliegend, alles. Da gibt es Legacy Decks drum, die da ganz hart drauf gehen. Modern sogar gebannt, die Karte. Dahinter ist unser Token, der Marit-Lage-Token. Wunderschönen Foil. War früher die einzige Möglichkeit, diesen Token zu bekommen, wenn man nicht den Pre-Release gespielt hat. Mittlerweile gab es einen Reprint in Ultimate Masters, glaube ich. Ja, fliegend und zerstörbar. Cooles Teil. Beseeched Queen ist da drin. Beseeched Queen. Zwei farblose oder ein schwarzes, zwei farblose, ein schwarzes, zwei farblose, ein schwarzes. Sorcery, man durchsucht das Deck nach einer Karte mit Mana-Kosten weniger oder gleich der Anzahl an Ländern, die man kontrolliert. Die zeigt man dann vor und nimmt sie auf die Hand. Geile, geile Karte. Kommt aus Lurwine, glaube ich. Nee, doch, Lurwine, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Berichtigt mich. Und Kabar-Ritual, eine Karte, die ich im Legacy sogar spiele. Also, Legacy Playable, Modern, Legacy. Commander? Also bisher ist das Set echt cool. Ich habe mir total vergessen, was hier drin war. Kabal-Ritual. Für ein schwarzes, ein farbloses Instant bekommt ihr 3 schwarze Mana. Und ihr kriegt 5 schwarze Mana, wenn ihr 7 oder mehr Karten im Friedhof habt. Das Artwork ist schon cool. Da kriegt man schon Bock, die im komplett zu spielen. Und Konflux. Aha. Für ein grünes, ein rotes, ein schwarzes, ein blaues, ein weißes, 3 farblose. Das ist ein Sorcery. Man durchsucht sein Deck nach einer weißen, einer blauen, einer schwarzen, einer roten und einer grünen Karte. Zeigt dir vor und nimmt die auf die Hand. Danach wird das Deck gemischt. Die kommt übrigens aus dem Set Conflux. Sehr innovativ. So, hier, letzte Rest mal weg. Ich sehe schon die Karte oben drauf. Ist, glaube ich, sogar mittlerweile im Commander gebannt, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn die im Commander noch erlaubt ist, berichtigt mich, aber ich meine, die wäre selbst da gebannt. Mind's Desire. 2 blaue und 4 farblose. Sorcery. Ihr mischt euer Deck. Danach exilt ihr die oberste Karte eures Decks und ihr könnt sie spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, bis zum Ende des Zuges. Mit Storm. Bedeutet, für jeden Zauber, den ihr vor diesem Zauber gespielt habt, bekommt ihr davon eine Kopie. Das ist Aufmarsch, soweit ich weiß. Da kam die. Nee, Plagen kam die Stormfähigkeit. Die wird auch nie wiederkommen. So, als nächstes Mjolnir Vik, Simic Visionary. Den habe ich sogar mal als Commander gespielt. Wow, hier unten mit dem Simic-Symbol drin. Das ist echt hübsch. 5 Mana, 2/2. Immer wenn ihr einen grünen Kreaturenzauber spielt, könnt ihr euer Deck nach einer grünen Kreatur durchsuchen und die auf die Hand nehmen.
Nee, oben aufs Deck legen. So. Und immer wenn ihr einen blauen Kreaturenzauber spielt, könnt ihr die oberste Karte eures Decks vorzeigen. Wenn es eine Kreaturenkarte ist, könnt ihr sie auf die Hand nehmen. So ist es korrekt. Bedeutet, wenn ihr einen blau-grünen Zauber spielt, Blau-Kreaturenzauber, kriegt ihr irgendeine Kreatur aus eurem Deck auf die Hand. Super, super cool. Und tatsächlich ist durch ihn ein Modus in MTGO entstanden. Der Mumia-Modus. Dann Near Death Experience. Hier unten an der Hedron dürfte man schon sehen, wo man dann ist. Wenn ihr jemals diese Karte ausgelöst habt, sagt mir bitte Bescheid. Ich kenne niemanden, der die bisher ausgelöst hat. Niemanden. Near Death Experience kostet 3 weiße, 2 farblose, ist ein Enchantment. Zu Beginn des Versorgungssegments, wenn ihr genau ein Leben habt, gewinnt ihr das Spiel. Geiles Teil. Geiles, geiles Teil. Habe ich noch nie gespielt. Schön mit Gideon drauf. Wow! Obliterate ist da drin. Wie geil. 2 rote, 6 farblose. Sorcery kann nicht gekontert werden. Ihr zerstört alle Artefakte, Kreaturen und Länder. Sie können nicht regeneriert werden. For his family, Baron made a funeral pyre of Tolarian. Tolaria. War hier nicht mal ein anderer Spruch drauf? Ging das nicht immer so? Er hat alles niedergebrannt: sein Haus, sein Hund, sein Hof und was nicht alles? War das nicht ein anderer? Ich weiß es nicht. Ich werde es nachgucken. Wenn ich es vergesse, schreibt es mir bitte in die Kommentare, dass ich das nachgucke. Das will ich wissen. Und zu guter Letzt haben wir einen Phyrexian Processor. Sogar mit Phyrexian Mana-Symbol drauf, aber der ist doch älter. Ja, Urza Saga, 1998. Da war ich 8. Ein paar Leute, die ich kenne, noch nicht mal geboren. Heilige Kacke. Phyrexian Processor kostet 4 Mana. Kommt ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, könnt ihr eine beliebige Anzahl an Leben bezahlen. Für 4 Mana tappen, bringt ihr einen XX-schwarzen Minion-Token ins Spiel, wobei X die Anzahl ist an Leben, die ihr kontrolliert habt, die ihr bezahlt habt. Das ist cool. Und mit dem Phyrexian-Symbol, das sieht richtig nice aus. Ja, das ist eigentlich eine gute Karte. Das ist From the Vault Lore gewesen, so ziemlich aus ganz vielen verschiedenen Zeiten des Magic-Universums. Ich hatte meinen Spaß. Vieles davon kenne ich sogar noch aus Sets, die ich auch effektiv aufgemacht habe. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Abraxas. Ciao, ciao.